dabei. Müssen wir kurz warten. So. Ach so, wir haben nur eine Live. Eigentlich schon, aber da gibt es ja noch mal eine Ansage. Also kommt dann irgendwann so, ja, gleich irgendwie. So, vielleicht hört man uns ja auch schon. Sag mal hallo. Hallo, hallo. Prost. So, hier sind wir wieder beim Summer's Lab und wir haben hier gefunden den Ehren-Bayern-Fan. Wer bist du denn? Daniel. Daniel Witt ist mein Name. Und was trinkst du da Schönes? Blue Moon, das ist so ein bisschen so Weizen-ähnlich, Weißbier-ähnlich, aber sagen wir so, man gewöhnt sich an alles, ne? Also mit der Zeit geht's schon, ne? So, und ja, erste Frage. Nach dem fünften ist auch egal. Ist es dein fünftes schon? Nee, der vierte. Das vierte? Ja. Musst du heute noch fahren? Nein. Nee. Okay, jetzt zeig mal bei deinem Auto. Weil besoffen Auto fahren, das ist so schwer, das kannst du gar nicht oft noch üben. So, warte, schauen wir uns mal das Outfit an. Ja, wunderbar. Das ist glorious, glaube ich hier. Es ist sehr glorious. Der Einzug war spitze gestern. Sensationell. Also gestern warst du also auch hier, ne? Ja. Wie hat dir NXT gefallen eigentlich? Ja, NXT war sehr gut. Wir haben auch erste Reihe gehabt, war so ziemlich viel Spaß gehabt. Und die Show war nicht so gut wie letztes Jahr, aber. Stimmt. Ja, war schon echt gut. Nakamura alleine ist schon also echt eine Attraktion, ne? Also ich fand fest, gestern die Einzüge waren geiler als die Matches, muss ich fast sagen. Ja, die Matches waren auch so. Ich bin ja viel auf Indie-Events unterwegs. Da kommen auch Tommaso Ciampa und Johnny Gargano her. Ja, und ich habe die Indies so gesehen. Die waren jedes Mal, immer, also grundsätzlich eine Show vom Feinsten. Future Tag Team Champions, hands down. So wie ich hier stehe, wird das passieren. Hundertprozentig. Die sind absolut genial. So. Jetzt ist die Frage, die alle wissen wollen, warum bist du immer bei den WWE-Events und warum bist du auch immer eigentlich im Fernsehen zu sehen? Also es ist wie viel knackt? Also das ist jetzt eine lange Geschichte. Also es ist jetzt eigentlich losgegangen 1992. Ich glaube, das war sogar bei meiner Oma. Da habe ich meine allererste Show gesehen. Ich weiß nicht, ob es beim Vorbeisetten war, das war Royal Rumble 92. Das war, glaube ich, kurz nach dem Tele 5 dann. Ja, das hat mir halt dann gefallen und dann war ein Nachbar, der war zwei Häuser Stefan. Ich habe schon Jahre nichts mehr von dir gehört, vielleicht siehst du das jetzt, ich glaube zwar nicht, aber. Ja, und dann ja, Wrestling-Figuren gekauft und dann immer auf Tele 5 angeschaut. Cast-Chef auch dabei war immer. Also hat mir total gefallen, auch, wenn ich jetzt daherkomme, dass ich ihn live sehen kann. Das war das erste Mal, glaube ich, bei WrestleMania, als er herkommen, weil ich gleich und hat man geschrien, hallo, dann ist der Carsten hergekommen, wie mir die Karten herbekommen und so. Ja, aber das war 92. Ja, dann habe ich eigentlich, ich habe eigentlich nie die Kohle gehabt oder irgendwas, wenn ich in Deutschland war. Ich war noch nie auf einer Live-Show in Deutschland, kein einziges Mal. Okay. Es war damals einfach nicht möglich, ne? Hi, sind die nächsten Deutschen. Servus. Aber der. Ich bin hier los. Ja. Los. Das ist der nächste verrückte Bayern-Fan. Ja. Ich bin ja erst der FC Köln-Fan, muss ich mal so sagen. Ja. Ne? Aber natürlich. So, Ruhe hier. Du hast meine Story unterbrochen. Das genau. Ist scheiße. Jetzt bauen wir auf. Mach mal was. Oh Gott! Also. Ich bin völlig aus. Okay, ja, 92. Ja, dann war die Attitude-Ära, da war ich auch mit dabei. Dann war das Jahr 98. Hm. Da war es eigentlich nicht in Deutschland zu sehen war. Das war ein bisschen schade, weil 98 war ein Riesenjahr, ne? Ja. Wo gerade die Attitude-Ära losgegangen ist. Da ist weniger in Deutschland am Fernsehen gekommen. Ne? Ja, und dann 99, da war ich auch wieder schon voll dabei. Aber ich habe eigentlich nie in Deutschland-Event. Hat halt nicht geklappt. Ich habe nur keinen Job gehabt. Ich war 14 oder was, war ich 98. Ja. Ja, und dann, wenn ich 18 geworden bin, dann ist halt das Auto, da ist schon Party und alles. Dann habe ich ein bisschen Interesse verloren sogar. Also von 2002 bis 2005, sogar bis 2008, habe ich fast überhaupt nicht mehr geschaut. Okay. Dann habe ich halt die Gelegenheit gehabt, auf USA zu kommen und dann ist das los. Ah, scheiße, muss ich mal auf WrestleMania gehen. Da haben wir zwei Wochen vor WrestleMania 27 haben wir mein erstes Ticket gekauft. Das war im Unterrang. Mhm. Das war halt dann echt. Ja, das wird ist halt dann immer besser geworden. Und das war dann 2011 und dann haben wir halt immer geschaut, bessere Tickets. Dann haben wir einfach mal 28, 29 in New York. Da wollte ich erste Reihe. Die Kartensituation, also das ist richtig, also das ist eine richtige Wissenschaft. Ja. Richtige, totale Wissenschaft. Und ja, da haben wir damals Reihe 11 ergattert. Mhm. Für wie viel?
für 900 Dollar haben wir gedacht, geiles Ticket. Ja. Aber das war hinter den Kommentatoren alle aufgestanden, total scheiße. Mhm. Jetzt im Nachhinein, damals war es schon geil, aber im Nachhinein, ja. Ja, dann ist es halt immer weitergegangen. Dann war da der Event, dann ich bin viel beruflich unterwegs. Dann, wenn halt immer was in der Nähe war, dann habe ich halt mal geschaut, dann da ringside und dann war ich Money in the Bank, erste Reihe. Und jetzt will ich eigentlich nirgends anders mehr hin. Ne? Alles andere ist, wenn du mal richtig dabei bist, das ist halt einfach. Was hast du bezahlt für Money in the Bank? Wenn man fragen darf, für die. Money in the Bank, also der Face Value. Ja. Das ist der Originalpreis von dem Ticket, war 513 oder so. Ich habe es von einem Kumpel bekommen für 630. Ja, das geht aber. Es war zweite Reihe. Okay. Aber ich bin halt dann. Fuck you too. Das ist my buddy Matt. Aber Moment, ich bin total durcheinander. Ja, von dem Preis für Money in the Bank. Ja, und dann die erste Reihe, das war Las Vegas. Ja. Da haben sie halt die WWE irgendwie die Karten an Casinos und so begeben, aber da waren halt dann keine Wrestling-Fans anscheinend dabei und dann bin ich halt rüber gesprungen. Ne? Mhm. Und das war meine erste Reihe. Auch WrestleMania 31, ich habe eigentlich Lower Riser, es war eigentlich nicht Ringside. Ja, da war halt links oben im Fernsehen zu sehen, ne? Das war links oben. Ja, da haben wir halt dann durchgeschlichen. Ne? Ja, ja. Muss halt ein wenig kreativ sein. Ne? Darf man eigentlich mal fragen, was du eigentlich arbeitest, weil das kostet ja ordentlich Schmott, oder? Ja. Was kommt man arbeiten? Also ich habe einen normalen Beruf. Komm, bist Profikrimineller. Nein, ich habe Industriemechaniker gelernt, ganz normal. Ich habe kein Abi, okay. Ich habe keine Realschule. Die Realschule habe ich damals abgebrochen, bin ich auf die Hauptschule gezogen. Und dann habe ich eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht. Bin halt sehr damals in Europa unterwegs gewesen und dann ist mal das Angebot gekommen, in die USA zu gehen. Ne? Das hat mir gefallen und dann bin ich auf Wrestling war ich nicht so, das ist groß. Mir hat halt USA insgesamt gefallen, aber dann ist immer wieder mehr geworden und dann jetzt mittlerweile. Jetzt tut es mir schon weh, wenn ihr Pay-Per-View verpasst. Aber eigentlich die letzte Zeit, WrestleMania warst du bei jedem? Nee. Ich habe dieses Jahr Fastlane habe ich verpasst. Ja. Und Extreme Rules. Extreme Rules wäre 1,5 Stunden von mir weg gehabt. Aber die haben einen geilen Heimaturlaub gehabt in Deutschland. Ach so. Deswegen war ich bei Extreme Rules nicht. So, jetzt nochmal natürlich, warum hast du eigentlich das Bayern-Trikot an? Also, Geselli. Erstens mal, weil es der beste Verein in Deutschland ist, in der Welt und im der WWE-Universe. Ja, ja es gibt halt viele, so der neben mir sitzt, der hat immer das Mets-Trikot an, New York Mets. Dann, wenn der aufschaut, immer in der ersten Reihe, da sitzt immer so einer mit so einem grünen T-Shirt, mit so einem Smiley-Shirt. Ja. Und der ist auch immer. Und jeder hat halt ein bisschen so ein Gimmick. Da gibt es einen, der hat sich immer als Superman verkleidet. Mhm. Ja, da richtig Superman, aber anstatt das S das WWE sein drauf. Mhm. Dann gibt es WWE Biggest Fan, der hat immer so ein Jersey, so eine weiße Jacke an, hinten WWE Biggest Fan. Haben wir alle mehr so ein Gimmick, naja. Wenn man da, was soll ich da? Naja, dann zeige ich halt Lederhosen an. Ne? Aber kennt man sich dann untereinander auch? Das sind die auch da vorne? Ja, also ich bin ja noch nicht so lange jetzt dabei. Aber das heißt schon, doch. Also Rookie bist du noch. Ein blutjunger Rookie. Ja. Also mit den Tickets, das ist alles ein Lernprozess. Sonst bin ich immer, wenn ich eine Karte gesehen habe, muss ich hin. Aber eigentlich, man muss halt einfach warten. Ne? Das öfter mal, als gestern auf StubHub für NXT, da waren noch 1500 Tickets frei. Und dann kommen halt schon irgendwelche. So, wenn ihr mal in den USA WWE-Event seid, bleibt's locker. Schaut mal 2-3 Tage vorher auf StubHub rein. Garantiert, da gibt es was und nicht zu teuer. Aber auch reinschauen, lass mal kurz in die Halle gehen, komm. Genau. Da ist gerade nicht viel los. Hier sieht man übrigens gerade, die Leute fressen, die Leute trinken. Das ist so eine Unart, glaube ich. Ja. Die gehen ja alle her. Ja. Die kommen hier alle her und fressen Armbrot, oder? Oder essen Armbrot. So, you're going one more over to 124, okay? F, you have the intersection 22. Yeah, I know where we go one more. Yeah. One more. Ah, okay. Ah, ja, stimmt. Oh, falscher Eingang natürlich. So, jetzt gucken wir mal hier rum. Gucken wir uns mal die Bierpreise kurz an. Jawohl. Die sind gewaltig. So. Ja, ich hab schon Bier gesoffen, weil wir Andreas Preis fürs Ticket ausgeben. Schon 50er versoffen innerhalb von einer halben Stunde. Das ist für die Bayern, die Preisen brauchen das nicht wissen. Ah, Heel-Turn. So, jetzt gehen wir mal kurz rein.
Ja, also ein Match ist ja schon gelaufen gerade vor leeren Rängen, wie man immer noch sieht. Die Leute kommen gerade erst an. Ja. So. Guck mal. Ist der voll? Ah, die Verbindung wird langsam schwach. Ja. Also wenn wir gleich weg sein sollten, dann ja, sind wir weg. Ah, okay. Dann lassen wir uns wieder zurückgehen. Danke. Wir dürfen hier nicht stehen bleiben. Ja, haben wir es gesehen. Die Leute haben eh den Fernseher an, wahrscheinlich zu Hause. So, okay, dein Tipp für heute Abend. Was passiert? Goldberg oder? Boah, das ist schwierig. Aber das ist auch geil. Also es ist endlich mal wieder, ne? Bella und Seth Rollins, the man. Ah, ist immer wieder. Ja. So, lass mal kicken, warte mal. Ich hoffe mal, dass es funktioniert hier weiterhin. So, wo haben wir stehen geblieben? Ja, jetzt wieder. Ja, also Big Set Rollins geil, aber das ist 50-50. Das, ja, das ist genau das Geile. Man weiß endlich mal nicht, wer gewinnt. Ja. Das soll es ja gehen. Ne? WrestleMania, jeder wusste, wer. Deswegen, ich war die vierte Reihe. Ja. Das war die nächste, wo ich jetzt mal war. Übrigens versprechen, nächstes Jahr 33 Reihe 1. Wieso war ich hier stehe. Aber das war mein Highlight war einfach die 31er, der Seth Rollins da raus ist. Titel. Ja, der größte Pop ever. Ausflippt. Geil. Ja. 31er stimmt. Ich muss aber wirklich sagen, dass die Matchcard mir heute bin ich spannender als WrestleMania, was du gerade auch gemeint hast. Ja, WrestleMania war fast jedem Match irgendwie klar, wer da gewinnt. Sie haben es zwar ein bisschen versucht, ne, mit dem Jericho-Win. Und ja, aber selbst das war ja fast wurscht, ob ich Jericho gewonnen oder nicht. Ja, aber heute ja, ist genau, wenn der AJ den nächsten Tag den Title Shot bekommt. Ja, eben, ja. Aber heute, sag mal, Cena gegen Styles wird geil, Bella gegen Roland toll. Und also Orton Lesnar, was, ob da ist, vielleicht doch ein guter Kampf. Also die Karte hat definitiv Potenzial. Definitiv Potenzial, ja. Ja, ich bin gespannt, also es wird, schaut's alle rein. WWE Network von 999. Mal schauen, vielleicht kriege ich ein bisschen Kohle von WWE für die Werbung. Ne? Ja, wollen wir alles probieren. Ne? Jetzt war ich schon in der Bildzeitung, jetzt wird interviewt. Vielleicht können wir mein Kennzeichen auch noch rein. Wieso? Ist es so besonders? Naja, wir hatten Biernot als Kennzeichen. Ne? In Deutschland, da würde ich wahrscheinlich am Samstagabend mit Biernot hinten draufstehen, da würde ich wahrscheinlich 10-mal angehalten werden. Ne? Führerschein lost garantiert. Okay, es geht glaube ich das nächste Pre-Show-Match los. Michael Cole, das ist Michael Cole Entrance. Ach, der Profi, weiß Bescheid. Ja. Der Profi. Wie viele Bier trinkst du heute noch? Ja, 5 oder 6 bestimmt noch. Gut, dann wir sagen wir, ne? Bier, Bayern und Bier, ist der halt zusammen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen Abend einfach wieder bei Raw. Ja. Sollen wir auch noch mal reingehen, oder? Ja. Leute, viel Spaß, SummerSlam. Ja, wenn ihr wollt, wenn ihr mich wieder sehen wollt, dann sagt. Ja, boah, hey, da haben wir nicht mehr zu bei, ihr könnt es mir am Arsch lecken, by the way. Okay, also, lights out.